Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer Sorb am Start für euch mit einem neuen Video als Assassin's Creed Talk. Einen neuen Assassin's Creed Talk. Der letzte kam mir sehr gut an. Da habe ich ja die relativ simple Frage gestellt, was ist euer Lieblingsassassine? Und da kam so viel Feedback. Über 450 Kommentare, was also extremst ist auf diesem Kanal. Und auch fast 1000 Likes, über 10.000 Aufrufe. Das hat einfach gezeigt, dass immer noch viele Leute am Start sind, viele Leute Interesse haben, viele Fans von Assassin's Creed hier immer noch auf dem Kanal unterwegs sind. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch Interesse an weiteren Talks. Deswegen an dieser Stelle erstmal dickes Dankeschön für das ganze Feedback, für die ganzen Kommentare, dass ihr euch so kräftig beteiligt habt. Lasst gerne diesem Video auch eine Bewertung da. Schreibt auch gerne eure Top-Templer in die Kommentare, denn das ist das Thema des Videos. Ihr habt es ja sicherlich schon gesehen, deswegen habt ihr es ja auch wahrscheinlich auch angeklickt. Also da auch gerne mal eure Top 3 oder mehr, wie ihr möchtet, reinballern in die Kommentare. Und, ja, wenn ihr Bock habt, auch gerne so Themenvorschläge in die Kommentare ballern. Ich weiß, es ist jetzt sehr viel Kommentare schreiben, aber das kann man alles in ein, zwei Sätzen abhaken, Freunde. Und das habt ihr ja schon gezeigt, dass ihr das sehr, sehr gut könnt. Ich würde mich einfach freuen. Vielleicht hätten wir ja dann so eine kleine Videoreihe, die wir dann machen können. Gemeinsam. Und ich habe mir auch überlegt, wie ich das Ganze machen soll. Soll ich nebenbei zocken? Soll ich nebenbei Missionen machen? Soll ich nur labern? Soll ich richtige Missionen oder nur Söldner töten machen? Beziehungsweise Kopfgeldmissionen machen? Auch das könnt ihr auch gerne mal eure Meinung reinballern, damit ich da vielleicht so einen Anhaltspunkt habe. So, genug gelabert. Einleitung vorbei, aber ihr habt euch sicherlich schon Gedanken gemacht. Ich warte mal, Templer. Was ist mein Lieblingstempler? Wer fällt mir als erstes ein? Und ich glaube, einer der ersten ist auf jeden Fall Haven Kenway, oder? Den meisten oder vielen zumindest wird sicherlich Haven Kenway einfallen, den wir ja auch schon selber gespielt haben in der Assassin's Creed 3 und ob dann im Remaster, was dann dieses Jahr kommt, auch nochmal spielen werden. Und das fand ich auch damals sehr, sehr cool. Es hatte eine sehr, sehr coole Einleitung, dass du einmal mit ihm anfängst und denkst dir, warte mal, ich habe doch die ganze Zeit irgendeinen Assassinen gesehen, wer ist er denn jetzt? Irgendwie ist er sympathisch, cooler Typ, so, okay, alles klar. Und dann irgendwann kommt der Twist, alles klar, fuck, Alter, der ist ein Templer, what the fuck, Alter, er ist auch noch der Vater von Connor? Hä, was geht denn jetzt ab? Dann erfährst du noch später, er ist der Sohn von Edward und allgemein diese Kenway-Sache, diese Kenway-Trilogie nenne ich es ja immer gerne, also Assassin's Creed 3, 4 und Rogue, dass es für mich auch so ein besonderer Abschnitt ist, Assassin's Creed-mäßig, weil es alles erstens zusammenhängt, sehr, sehr interessant ist. Der Vater ist ein Pirat erst, dann wird er Assassine, dann hat er einen Sohn, der Templer wird, weil er stirbt und von dem Templer aufgenommen wird. Dann hat er noch eine Halbschwester, der gute Haven, die später ihre Templerkette, ja, und das ist vielleicht ein Fakt, den viele noch gar nicht kennen, die Halbschwester von Haven hat eine Templerkette, die sie an Elise, und das ist ja die Freundin von Arno, weil er gibt, die auch wiederum ein Templer ist. Und diese ganze Struktur, ja, das auch Rogue mit Unity zusammenhängt, ist für mich so interessant und viel, viel cooler als das Story-Konstrukt von Origins oder Odyssey. Das ist, wie gesagt, es macht Spaß. Ihr habt ja schon meine Meinung zu Odyssey gehört und auch zu Origins, kennt ihr ja. Aber das fand ich noch ein bisschen cooler, weil es irgendwie ein cooles Gefühl einem gibt, wenn man alle Spiele von den ganzen Sachen gezockt hat, weißt du, und die ganzen Leute kennt und hört, wow, warte mal, Haven ist der Sohn von Edward? Edward habe ich doch auch gefeiert, voll cool, Alter. Beziehungsweise, ja, man erfährt es ja irgendwann und dann später spielt man ja Edward und so. Ihr wisst ja, was ich meine. Also Edward sage ich schon, Haven ist auf jeden Fall einer der coolsten Templer. Auch einer der sehr mächtigen Templer, die wir kennengelernt haben. Er war auf jeden Fall eine große Nummer. Erstmal spielen wir ihn selber, der sehr sympathisch rüberkommt. Dann wird das später noch zu einem Mentor von Shade Patrick Cormick quasi, den man dann auch spielt. Und Haven allgemein finde ich einfach bis heute immer noch sehr, sehr cool. Ich finde ihn bis heute immer noch sehr, sehr cool. Vor allem lernt man auch ein bisschen mehr durch ihn über die Templer und die Beweggründe, genauso wie bei Shay Patrick Cormick, den ich auch sehr cool finde und der mir auch relativ schnell einfällt, wenn ich über Templer nachdenke. Deswegen ist Shay Patrick Cormick natürlich auch mit dabei, auf jeden Fall. Der muss erwähnt werden. Erst Assassine, dann merkt er, warte mal, bei den Assassinen ist auch nicht wirklich alles so top. Dann lernt er Templer kennen und so weiter.
lernt dann so ein bisschen die Philosophie der Templer kennen und denkt sich, irgendwie passt es mehr zusammen zu meinem Verlauf des Lebens. Ja, auch sein Spruch, ich mache mir mein eigenes Glück, ist sehr, sehr interessant. Und auch durch J. Patrick Cormick, irgendwie finde ich persönlich, lernt man noch ein bisschen mehr über die Templer und die Beweggründe kennen, also lernt mehr darüber und versteht sie auch mehr. Man kann sich zum Teil sogar nachvollziehen, was er meint. Gerade in Rogue, ja, was da so passiert ist, kann man eigentlich seinen Werdegang verstehen, meiner Meinung nach. Also man kann verstehen, dass er sich da abwendet in der Situation, durch das ganze Chaos, was da ausgelöst wurde. Bisschen stottern, muss auch dabei sein, Freunde, ihr kennt mich ja. In Lissabon. Man kann seine Beweggründe verstehen, definitiv. Und dann lernst du halt dann mit ihm noch Haven kennen. Das ist auch wiederum cool, das habe ich ja auch schon erwähnt. Und ja, deswegen ist er auch auf jeden Fall einer, den man bei den Templern erwähnen muss. Ja, wir haben ja lange nicht mehr richtige Templer gesehen. Was ein bisschen schade ist. Was auf jeden Fall auch einer der fiesesten Bösewichter ist. Und das ist definitiv, also Top 1 Bösewicht zumindest. Top 1 Templer, so von der Sympathie her. Weil bei Haven und so weiter spielt natürlich so ein bisschen Sympathie auch mit einer Rolle. Aber von den Bösewichtern ist definitiv Rodrigo Borgia ganz weit vorne. Und allgemein die Borgia Family, die ja komplett verrückt ist. Und die ja, Ezios Leben zur Hölle macht und er sich dann natürlich berufen fühlt, diese Family auszulöschen nach und nach. Von Rodrigo Borgia bis zu diesen, wie hieß er nochmal, Cesare Borgia oder sowas. Der Typ, der mit seiner Schwester bumst, so ein bisschen Game of Thrones Incest-Style, der dann einfach kommt und Mario tötet und in Brotherhood einfach alles übernimmt. Das war auch ein mega krasser Anfang. Muss man sich auch mal reinziehen. Weil da, Freunde, fand ich persönlich, wenn ich auch so ein bisschen überlege, da persönlich fand ich das noch alles bedrohlicher. Weil unsere Liebsten, in dem Sinne, wir spielen ja Ezio, unsere Liebsten wurden von diesen Leuten direkt ausgelöscht und getötet und vor unseren Augen getötet. Und wir werden gejagt von denen und so weiter. Das fand ich irgendwie auch alles viel bedrohlicher als jetzt mit dem Kult oder mit dem Kosmos. Ich meine, bei dem Kult, ich bin, also bis heute, vorne, der Beweggrund von Bayek. Also diese Szene, wo er seinen Sohn absticht, das ist so lächerlich, es sah so lächerlich aus. Das ist für mich kein Vergleich zu dem Sinn, zu dem Ding, wie Ezio seine Familie, seine halbe Familie verloren hat. Für mich persönlich zumindest. Und allgemein diese Borgias, die wirkten einfach mächtiger, bedrohlicher. Auch dadurch, dass er dann Papst geworden ist hier, den man dann auch im Vatikan stellen und töten muss und so weiter. Also das war für mich anderes Level von Bedrohlichkeit, von Bösewichtheit und von Templerheit. Ich meine, wie gesagt, Kosmos und Kult kann man jetzt zu den Templern zuzählen, aber so, wenn ich jetzt über Bösewichter, Gegenspieler in Assassin's Creed nachdenke, dann war Borgia auf jeden Fall für mich der krasseste. Definitiv. Die Borgias sind für mich die krassesten, weil die sehr, sehr bedrohlich sind. Vom Sympathiefaktor sind sie natürlich ganz weit unten, was aber auch einen coolen Gegner-Boss ausmacht, ja. Ist ja klar. Aber das war wirklich ein krasser Gegenspieler, wo man auch das nachvollziehen konnte, warum Ezio so drauf versessen ist, drauf versessen ist, das Ganze zu regeln, die auszulöschen, die zu töten, aus der Welt zu schaffen und so weiter. Das konnte man sehr krass nachvollziehen. Und das ist halt auch wiederum so ein Punkt, warum ich Assassin's Creed 2 und Brotherhood und so weiter sehr geil finde. Diese Beweggründe von Ezio kann man da mit am besten nachvollziehen, finde ich persönlich. Plus, man hat einen sehr, sehr starken Gegenspieler. Ich fange schon wieder an zu schwärmen über Ezio und so weiter, aber es ist halt einfach so. Was soll ich dazu sagen? Wenn man sich das mal reinzieht, Freunde, jetzt mal ganz, ganz ehrlich, seid mal ehrlich zu euch selbst. Die Beweggründe von einem Ezio wurden einem doch besser erklärt und besser nachvollziehbarer gemacht als bei Cassandra beispielsweise, als bei Arno oder Evie und Jack Fry, brauchen wir gar nicht erst anfangen, Jacob meine ich. Brauchen wir gar nicht erst anfangen. Das ist einfach, finde ich persönlich, sehr, sehr interessant gewesen mit diesen Borgias.
Und deswegen würde ich auf jeden Fall von den Templern her sagen, das sind so die interessantesten. Natürlich auch Elise, ja, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Habe ich das erwähnt? Dass sie, dass Elise die Templerkette, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe. Die Halbschwester von Haven, habe ich das erwähnt? Oder war das im ersten Take? Das ist nämlich der zweite Take hier, Freunde. Ich komme ein bisschen schon durcheinander, vielleicht wiederhole ich mich jetzt. Auch das wiederum, wieder so ein Übergang zwischen zwei verschiedenen Assassin's Creed-Teilen. Die Halbschwester von Haven hat die Templerkette, die man von Elise kennt, hat sie ihr geschenkt. Was auch ein sehr cooles Ding ist, was ich vorher gar nicht wusste. Vor diesem Video habe ich nämlich nochmal kurz ins Assassin's Creed-Wiki geguckt, welche Templer so aufgelistet werden, damit ich nochmal so ein bisschen kleine Inspiration bekomme. Oder kleine Auffrischung, sage ich mal. Das wusste ich auch gar nicht. War richtig geschockt, Alter. Krass. Übelst krass. Und auch Elise, natürlich, muss man auch erwähnen. Ja, wunderschöne Frau. Die wunderschönste wahrscheinlich in allen Assassin's Creed-Teilen. Die alte von Arno, die ja dann leider am Ende gestorben ist. Auch die, sehr interessant. Und da vielleicht mal die Frage an euch. Habt jemand von euch den Assassin's Creed Unity Roman gelesen? Da sollte sie ja die Hauptrolle spielen, soweit ich das mitbekommen habe. Ich habe den hier liegen, ja, aber man kennt es, ja. Erstmal kaufen, erstmal haben, nie lesen. Nie zocken, nie anhören, nie gucken. Also man kennt es, ja. Also es ist unfassbar. Hauptsache Spiele kaufen, Comics kaufen, Bücher kaufen, Filme kaufen, Serien kaufen. Aber so wenig Zeit haben eigentlich, beziehungsweise einfach so ein riesen Angebot haben. Ihr kennt es ja sicherlich. Deswegen, ich habe es leider bis heute nicht gelesen. Obwohl es eigentlich schon immer seit Unity auf der Liste stand. Weil die Romane ja an sich eigentlich sehr cool gemacht sind. Naja, gut, Freunde, das ist so meine kleine Talk zu Assassin's Creed Templar Action. Ihr seid gefragt, Freunde, was haltet ihr von dem Ganzen? Wünscht ihr euch mal wieder richtige Templer zurück, ja? Weil irgendwie auch was sehr cool war, was natürlich auch cool auf der Assassin-Seite ist, dieses Symbol, ja, dieses Assassin-Symbol, aber genauso cool war das bei den Templern. Robert de Sable, auch in Assassin's Creed 1, war auch sehr interessant, wo man ja das erste Mal so diese Templer gesehen hat und so weiter und dachte, boah, krass, was ist das für eine heftige Bruderschaft, beziehungsweise, ja, was ist das für ein Orden? Wir sind ja eher die Bruderschaft. Aber das fehlt so ein bisschen, fehlt mir persönlich zumindest. Ja. Und ein vielleicht weiteres Thema für so einen Talk, auch was mir auch persönlich fehlt, und das ist vielleicht so ein kleines Ding, was ich nochmal zum Ende raushaue. Wir kommen nämlich jetzt zum Ende. Was mir so ein bisschen fehlt in Assassin's Creed, ist ein Setting, wo man mehr klettern kann. Gerade auf höhere Gebäude, oder? Und das wäre doch vielleicht so ein Thema, was man nochmal besprechen könnte. Was die coolsten Settings bisher waren. Von Griechenland bis Italien bis nach Syrien. Alles war dabei bisher. Frankreich. Mir fehlt so ein bisschen nach Origins und Odyssey ein Setting, wo man mehr klettern kann, gerade in die Vertikale, nach oben. Das würde ich zum Beispiel feiern. Hättet ihr Bock auf so ein Thema? Lass es mich wissen, Freunde. Und wenn ihr jetzt noch zuhört, Hashtag TemplerFuzzis in den Kommentaren. Fuzzis. F-U-Z-Z-I-S. Fuzzis. Checkt die Videobeschreibung ab. Twitter, Instagram und Twitch, folgt mir da gerne. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne Feedback da. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich schon auf das Feedback, bin ich ehrlich. Und ja, bis zum nächsten Mal.